Lava-Rakete. Und wie Sie sehen, also nur noch mal ganz klar, ne, es ist also völlig außer Frage, was es gewesen ist für die Massenmedien hier. Es war ein missglückter Raketenstart von einem U-Boot, steht hier. Das ist übrigens ein norwegischer Fernsehsender, der diese Nachricht zuerst rausgebracht hat. Also am 10. Dezember, einen Tag danach, hat dieser norwegische Fernsehsender Informationen eingeholt vom russischen Militär und hat dann also bestätigt und hat es so gemeldet, es war ein missglückter Raketenstart. Dieses hier soll die Rakete gewesen sein. Sie sehen hier, das ist wichtig zu wissen, diese Rakete hat drei Trägerstufen. Die hier haben so Festkörpertreibstoff, damit hebt das Ding also erstmal ab, bis es dann so ein bisschen weit nach oben kommt. Ja. Und das kann also 8000 Kilometer weit fliegen. Ja. Das könnte durchaus eben so sein. Jetzt ist die Frage, also hier von diesem U-Boot wurde das abgeschickt. Das ist ein U-Boot, das wurde in den 70er Jahren schon gebaut, ist dann also umgebaut worden extra für diese Raketen und 11 Raketentests haben sie schon gemacht und davon sind nur 2 oder 3 geglückt. Die anderen sollen alle, oder ich glaube von 16 sind 11 missglückt oder sowas. Also es ist wohl eine ziemlich wackelige Angelegenheit, dieser Raketentest. Und, aber ich dachte mir, ja, das ist dann, wird dann wohl so gewesen sein. Also hier sieht man auch nochmal eine Grafik von RIA Novosti, die russische Nachrichtenagentur, wo das erklärt ist. Hier sehen Sie diese Bulava-Rakete. Sehen Sie, das ist die Rakete. Dann, wenn die so ein bisschen weit hochgestiegen ist, stößt die erste Trägerrakete ab. Und dann fliegen die zwei weiteren Stufen mit dem Sprengkopf weiter. Dann irgendwann löst sich die zweite Trägerstufe auch ab. Und wenn die sich abgestoßen hat, fliegt das Ding weiter. Und dann irgendwann wird die dritte Trägerstufe abgeschossen, also fliegt mit der dritten Trägerstufe weiter. Da ist dann Flüssigtreibstoff drin, im Gegensatz zu dem hier unten mit dem Feststofftreibstoff. Und wenn man hier nachliest, was das bedeutet, hier steht, das kann man jetzt glaube ich hier nicht lesen, hier steht, das ist Flüssigtreibstoff für den Wiedereintritt der Rakete, damit man dann diesen Sprengkopf genau ins Ziel manövrieren kann. Also mit Flüssigtreibstoff ist es wohl einfacher, eine Rakete dann genau dorthin zu steuern, wo man sie hinhaben will, im Gegensatz zu Festtreibstoff. So. Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, das klingt wirklich auch alles einleuchtend, dass es das gewesen ist. Es soll nämlich dadurch zustande gekommen sein, dass es wurde in den Presseberichten erwähnt, dass die erste und zweite Trägerstufe hat alles geklappt, wunderbar. Aber bei der dritten Raketenstufe sei es dann zu einem Unfall gekommen. Der Treibstoff sei hier von der Seite ausgetreten hier, so. Und dadurch hat sich das dann bewegt. Das sehen wir nachher nochmal. Hier sehen wir nochmal eine Simulation davon. So here's an emulation of how these strange spirals might have formed. Das ist die dritte Raketenstufe. Die dritte Raketenstufe, die sich also, wo der Treibstoff seitlich austritt, und die ist ja dann schon ziemlich weit oben, die Raketenstufe, und dadurch dreht sich das dann, die dreht sich sowieso wegen der gyroskopischen Stabilisierung, so heißt es, wenn sich das dreht, die drehen sich, damit es einfach immer schön geradeaus fliegt. Aber wenn jetzt der Treibstoff an der Seite austritt, dann könnte es sein, dass der Treibstoff sich hier außenrum verteilt und das sieht dann von unten eben aus wie eine Spirale und das hier unten ist dann so der Rauch von der Rakete, ne? Und das hier unten ist der glühende Treibstoff, also entweder er brennt noch in der Atmosphäre oder weil da die Luft sehr dünn ist und weil das schon sehr hoch ist, wurde mir erklärt von Experten, ist das wegen der Feuchtigkeit in der hohen Luft und das wird dann noch angestrahlt von der Sonne ganz oben und dadurch ist es dann also über Meilen sichtbar. Und das klingt ja auch, wirklich einleuchtend, also wenn Sie hier mal diese Simulation hier vergleichen und das hier sich anschauen, also muss ich sagen, da, ja, das war, also fand ich einfach total einleuchtend. Und dann habe ich sogar noch gehört, dass es eine Warnmeldung gegeben hat. Hier ist die Warnmeldung, eine Navtex-Warnung.
NavTex ist ein Navigationshilfesystem für Segelschiffe und für Schiffsverkehr allgemein. Und die geben regelmäßig, wenn irgendwo was ist, geben die Warnmeldungen heraus. Und so haben sie das auch hier gemacht. Am 9. Dezember sehen Sie das von 2 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens. Also es würde genau hinhauen, ja. Hier steht sogar auch noch Raketenstart und dass das Segeln in dieser Gegend verboten ist. Und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist also völlig klar eigentlich, Fall abgeschlossen. Aber dann hatte ich die Idee, was sind das hier eigentlich für Zahlen? Habe ich mir nochmal genauer angeguckt. Und das sind hier natürlich Koordinaten, ja. Hier ist es die Längenbreite, also nördliche Koordinaten und das, hier sind die östlichen und das sind hier, das ist also der östliche Grad und dann hier die Bogenminuten und Sekunden. Und diese Daten kann man eingeben in ein Konvertierungsprogramm und sich angucken, welche Position auf der Erde sich das eigentlich da anzeigt. Und genau das habe ich mal gemacht. Und war jetzt gespannt, wie das Gebiet des Raketentestes in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem, was die Leute in Norwegen gesehen haben. Ja? Ich meine, ist ja auch denkbar, dass die Russen, warum sollten die nicht weit draußen vor der Küste von Norwegen irgendwas machen? Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ja? So, guck mal also doch mal, wo führt uns denn diese Koordinate hier hin? Gucken wir uns das mal an. Ja? Rätsel gelöst. So, da landen wir hier im Weißen Meer, hier Barentssee. Und hier ist Arkhangelsk. Das ist so die russische Raketenstartbasis, von wo aus die das immer machen. Und wie gesagt, diese Bulava-Rakete ist offenbar von einem U-Boot aus gestartet. Das heißt, sie ist also irgendwo hier gestartet, ja. Und das ist jetzt eine der Koordinaten. Na gut, dachte ich mir, Norwegen ist ja jetzt hier nicht zu sehen. Gucken wir mal, wo die anderen Koordinaten da so hinzeigen. Ja, da bin ich dann wieder hier. Wissen Sie, ich saß vor dem Computer, habe immer diese Zahlen eingegeben und dann kam immer diese Grafik. Und da dachte ich mir, ja, das ist jetzt schon ein Stück weiter nördlich. Gucken wir doch mal, wo die dritte hinführt. Sie ahnen es schon, es ist wieder dieselbe Gegend, bloß hier oben. Und sehen Sie hier, das ist schon wieder die nächste und noch weiter und so weiter. Und da sehen Sie, es ist immer wieder dieselbe Gegend hier. Jetzt wieder hier unten, also hier dieses, das hat man jetzt hier schon, ja. Also hier irgendwo, das hier alles ist also von 2 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens gesperrt gewesen. Hier sehen Sie auch nochmal, das sind alles die Koordinaten, die Sie da, die Sie in dieser NavTex-Warnmeldung sehen. Nur aber, um Ihnen jetzt mal einen Eindruck zu vermitteln, wo sich das befindet, sehen Sie hier, ist die Koordinate von dem Raketentest. Ja? Das ist das Gebiet, das habe ich jetzt mal hier so schematisch versucht einzuzeichnen, das Gebiet, was verboten war zu segeln, zu besegeln, zwischen 2 und 9 Uhr. Dort fand also der Raketentest statt. Wo wurde die Spirale gesehen? Die wurde dort gesehen. Gucken Sie mal, hier. Was glauben Sie, wie viel Entfernung hier ist? Das sind 1300 Kilometer ungefähr. Für diese Rakete kein Problem, die schafft 8000 Kilometer. Ja? Aber jetzt ist es wirklich interessant, sich Folgendes zu fragen. Ich muss nochmal zurück. Sie erinnern sich an die Sache mit den Trägerstufen, ja? Was ich erzählt habe. Ja? Also die ersten beiden Raketenstufen der Rakete sind dafür da, damit die überhaupt erstmal hochkommt, damit die von der Erde abhebt, damit die irgendwo hinkommt. Und dann wird die auch schon so abgeschossen in eine Richtung, dass die dort ungefähr auch hinfliegt. Ja? Sehen Sie? Und wenn das stimmt, was die Militärs sagen, woran ich keinen Zweifel habe, ja? Dass die ersten beiden Trägerstufen korrekt funktioniert haben, und dann es eben erst mit der dritten Raketenstufe Probleme gab, dann würde das bedeuten, dass die Russen ihre Rakete willentlich
über zwei souveräne Staatsgrenzen hinweg hier hochgeschossen haben. Und hier oben